Die Feuerwehren der Großgemeinde Rauschenberg sehen sich einem echten Horrorszenario gegenüber. Brand in der Grundschule in Bracht. Viele verletzte Schüler. Im Ernstfall muss da jeder Handgriff sitzen. Deshalb wird diese unangekündigte Großübung möglichst realistisch trainiert. Und so läuft das Ganze ab. Der Melder geht auf und dann heißt es schnell zum Feuerwehrgerätehaus. Raus aus den Klamotten, rein in die Feuerwehrschutzausrüstung. Rauf aufs Fahrzeug, ab nach Bracht. Menschen sind noch eingeschlossen in der Schule. Das Gebäude ist völlig verraucht. Die Atemschutzgeräteträger im Innenangriff sehen ihre Hand vor Augen nicht. Also es ist echt krass. Ich bin froh, dass ich kein Atemschutzgeräteträger bin. Nur tastend, oftmals auf allen Vieren, arbeiten sich die Atemschutzgeräteträger durch den Qualm. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera sind sie auf der Suche nach den Opfern. Einsatzleiter ist Stadtbrandinspektor Günther Schmidt. Er kennt die Herausforderungen bei solch einem Szenario. Räumlichkeiten, die einem nicht persönlich bekannt sind, sind natürlich schwer zu durchsuchen. Gebäudeteile, die man nicht kennt. Bei Nullsicht mit einer Wärmebildkamera und mehreren Gebäudeteilen, die von mehreren Seiten begangen wurden, ist es natürlich immer schwierig, da einen Überblick im Gebäude zu behalten. Und diesen Überblick muss man ja auch in ein Gesamtbild bringen, so dass man als Einsatzleiter bzw. die Feuerwehr von außen sagen kann, okay, wo haben wir denn welche Personen in welcher Anzahl drin, um da auch gezielt dann Einsatzmittel hinzubringen. Während die Atemschutzgeräteträger weiter nach Vermissten suchen, geht außen die Rettung voran. Über Leitern gelangen die Kameraden ins Gebäude. Verletzte, die noch mobil sind, werden gut gesichert auf diesem Weg nach draußen gebracht. Oder ihnen wird eine sogenannte Fluchthaube erklärt. Okay? Wenn du meinst, das geht von daher, ne? Dann siehst du das selber, aber dann kannst du Bescheid. Okay? Nach und nach gelangen so die meisten Verletzten nach draußen. Bewusstlose werden gesichert und mit Hilfe eines Spineboards über eine Leiter hinabgelassen. Aber hier oben werden noch einige Schüler vermisst. Während die Klassenzimmer fast qualmfrei sind, ist der Flur noch immer verraucht. Und siehe da, ganz versteckt in einer Ecke hinter der Treppe liegt der letzte Vermisste. Der Schüler wird von den Feuerwehrkameraden nach draußen getragen. Unten nimmt das DRK aus Rauschenberg und Kirchhain die Verletzten entgegen und behandelt sie. Auch für die Sanitäter ist so eine Übung zusammen mit der Feuerwehr immens wichtig. Und den vermeintlichen Verletzten geht es prima. Und es war auf jeden Fall spannend und mal interessant, das Ganze von innen zu sehen, wie so ein Einsatz abläuft. Und ja, es hat auch ein Stück weit Spaß gemacht. Die Jungs engagieren sich in der Jugendfeuerwehr und im DRK. Nach dieser spannenden Übung ist für sie noch einmal mehr klar. Wir wollen auch als Erwachsene in die Feuerwehr oder ins DRK, um irgendwann selbst Menschen aus Gefahren zu retten.